Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt The Legend of Zelda. Und wir schauen uns diesmal nicht das Original an, sondern eine auf Deutsch gecrackte Version, dachte ich zumindest jedenfalls. Ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet. Allerdings habe ich schon gesehen, der Text, genau der jetzt hier kommt, ist im Englischen. Many years ago, Prince Darkness Ganon, hier noch mit Doppel-N geschrieben, stole one of the Triforce with power. Princess Zelda had one of the Triforce with wisdom. She divided into 8 units to hide it from Ganon before she was captured. Go find it. Ja, ach, hier ist doch alles auf Deutsch, sehr schön. Außer die Geschichte, die wollte er wohl nicht übersetzen. Also, die Geschichte, was sagt uns die Geschichte? Hier sind, wir haben schon gespoilert, die ganzen Sachen, die wir irgendwie mal finden können. Alles toll. Was ist passiert? Ja, Ganon wollte irgendwie... Warte mal, dass ich jetzt was falsch erzähle hier. Ich weiß nur, dass der Triforce... Oder Triforce, Entschuldigung. Das Triforce, in 8 Teile von Zelda... geteilt wurde? Ja, ist das richtig? Hier, das Triforce. Please look up the manual for details. Ja, wir haben das Manual nicht dabei. Gab's wohl für ein Spiel damals damit. Ich muss dazu gleich mal sagen, das Spiel ist definitiv blind oder blind. Hab's noch nie gespielt vorher, aber sagen wir mal semi-blind, weil ich schon Let's Plays dazu gesehen habe. Das weiß, deswegen weiß ich, was mich erwartet. Und ich guck mir mal an, wie die deutsche Übersetzung hier, die wurde ja von jemandem also, viele Jahre, vor vielen Jahren, der Prinz der Dunkelheit Ganon hat die, einer der Triforce-Sachen mit der Triforce der Krafte und geklaut und, oder wollte es klauen, keine Ahnung, jetzt war ich wieder zu schnell. Und wie gesagt, Zelda hat es, um es zu schützen, in 8 Teile gestellt und wir müssen es jetzt finden, um es wieder zu beleben. So, wir fangen jetzt auch gleich mal an. So, Name eintragen, Name löschen, jetzt fangen wir an. Wer sind wir denn eigentlich? Wir sind natürlich, wie immer, der Stutzi. Und eintragen. So, Stutzi 0. Stutzi ist eine 0. Mit 3 Herzen. Und wir fangen einfach mal an. So, wir sind im... Warum funktioniert, verdammt nochmal, mein Schlagen nicht? Das ist ja jetzt scheiße. Warum funktioniert... Ah, ich bin doch blöde. Natürlich funktioniert kein Schlagen, ich habe ja noch gar keine Waffe. ja, okay. Wir sind hier mitten in der Overworld gelandet, keine Infos, nix. Sondern nur eine Höhle und da gehen wir mal nicht mal rein. Hier ist es gefährlich! Was ist das denn? Hier ist das Gefähr minus O-Lich. Gefährolich. Nimm dies. Dann nehmen wir mal das. Das ist ein Schwert. Und der Alte hat sich verpisst. So, und jetzt können wir schlagen. Jetzt kann ich schlagen. Ja. Da oben seht ihr schon A und B. Was auf den... wir kriegen natürlich noch Items. Das ist ja wohl klar. So, und jetzt... jetzt müssten wir uns mal eigentlich gucken, wie man sich zurechtfindet hier. Wahrscheinlich hätte man, oder man hatte damals zum Spiel die Karte gekriegt, oder eine Karte dazu für die Dungeons. Für die Dungeons natürlich nicht, aber sondern für die Overworld und konnte dadurch rauskriegen, wo man ungefähr hin musste. Da wir die Karte aber nicht haben, muss ich mich auf meine Erinnerungen verlassen. Na, sehen wir. Machen wir die mal fertig und sammeln ein paar Rubine, weil ein paar Sachen müssen wir uns später aufkaufen. So. Ich weiß ungefähr, wo der erste Dungeon sich befindet. Man kann hier, wie ihr schon schön seht, gleich von Anfang an mit dem vollgeladen, wenn man volle Herzzahl hat, quasi schießen mit dem Schwert. Wenn ich Energie verliere, dann ist das vorbei mit dem Schießen. Okay, wir gehen hier einfach mal nach oben. Oh, da habe ich schon wieder Energie verloren und so schnell ist man wieder die Energie los. Und da habe ich sie schon wieder gekriegt. Okay, man kann natürlich Herzen einsammeln, man kann Rubine einsammeln. Bomben gibt es ja auch. Schauen wir mal, ob wir schon welche vorher finden oder erst nach dem Dungeon. Wir brauchen auf jeden Fall nachher viele Bomben. Blöde ist bloß, ist hier die Zahl, die man tragen kann, natürlich teilweise begrenzt. Man kann sie auch erweitern, das ist aber ziemlich aufwendig. Habe ich, also alles, was ich jetzt im Let's Play gesehen habe.
Und ich verlasse mich jetzt einfach mal auf mein Erinnerungsvermögen im Let's Play. Der erste Dungeon. Wir sind in Level 1. Oben steht Level 1 und, ja. Wie auch, da gibt's hier Schlüssel, wie auch in den späteren Teilen, die man ja doch ein bisschen besser kennt. Hier oben konnte ich jetzt mit dem Schlüssel rein. Ich gehe aber erstmal nach rechts. Hier im rechten Raum, was gibt's hier? Skelette, oben mit dem Schlüssel und eine Fee. Na, Fee, warte mal auf mich. Dann, oh, wurde ich gerade getroffen, verdammte Scheiße. Los, du wilder Skelett, Mann, stirb. Oh, schön Rubine her. Und noch ein, so. Hier gibt, in den Dungeons, fangen wir mal ganz von vorne an. Was gibt's denn hier alles? Natürlich Schlüssel und Türen zum Aufschließen. Generell sehen sie alle ziemlich ähnlich aus. Vom Aufmachung her, da ist natürlich früher noch nicht so viel möglich gewesen wie jetzt. Es gibt auch geheime Türen, die man aufspringen kann. Allerdings weiß man nicht wo. Also weiß man nur, wenn man sie schon mal irgendwann gefunden hat oder irgendwo mal eine Karte gesehen hat oder so, keine Ahnung, weil die werden auf der Karte, werden die Geheimtüren nicht so angezeigt, die werden auch mit keinem Riss in der Wand eingezeigt. Warum? Ich habe jetzt gerade so eine Uhr geholt und dann blinke ich total wie Super Mario, aber, ja, was heißt das? Ich bin jetzt nicht unsterblich, sondern die Gegner können sich dann nicht bewegen und ich kann sie in Ruhe abschlachten, ohne dass sie mir wehtun. So, was haben wir denn hier? Den Kompass, ja. Ein paar Items gab es hier schon damals. Allerdings sollte man den Kompass nicht mit dem Kompass von... von später vergleichen, denn der Kompass hat hier noch die simple Funktion. Einfach nur anzeigen, wo wir hin müssen, wo das Triforce-Teil ist. Und da oben blinkt etwas. Jetzt in der Karte, seht ihr es? Da oben. Da oben. Da. Da blinkt, da muss ich hin. Ich habe noch keine Karte, das heißt, ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Wenn ich jetzt auf Start drücke, sehe ich, dass ich einen Kompass habe. Die Karte habe ich zwar noch nicht, aber ich sehe unten schon, wo ich überall dran war, wo es mögliche Türen gibt. Oder wo es die Türen gibt, die offensichtlich sind. Wenn man eine Karte bekommt, dann sieht man auch, wie viele Räume es theoretisch gibt. Auch es gibt auch versteckte Räume, die auch nicht auf der Karte angezeigt werden. Das werden wir mal nachher mal sehen, ob ich noch eine Oberfläche finden kann. Der erste Dungeon ist, wie erwartet, noch nicht so schwer. Wie soll es auch anders sein? Ich meine, mit drei Herzen kann man noch nicht so viel reißen. Man kann aber leicht sterben. Ihr habt nur noch ein Herz. Wenn man stirbt, man hat eine bestimmte Anzahl von Leben, aber... Hat man? Nee, Quatsch, das ist ja erst beim nächsten Teil. Man hat hier natürlich die Möglichkeit, Continue zu machen und würde dann, glaube ich, im letzten Screen, wo man irgendwo in einem Gebäude war oder so, wieder anfangen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber das werden wir nachher mal sehen. So, gehen wir weiter. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Schleim. Könnt ihr mir mal ein Herzen geben? Hier piept ja schon hier so schön. So. Na, stirb. Stirb, habe ich gesagt. So, links ist eine Tür, aber die kann ich nicht mit dem Schlüssel aufmachen, sondern muss einen Mechanismus finden, und zwar die altbekannte Zelda-Sache. Einen Stein verrücken, und es gab es halt auch schon hier, und schon ist die Tür auf. Und was gibt es hier zu lesen? Geh auf die östliche Halbinsel. Auf die östliche Halbinsel. Mit dem Deutschen macht das ein bisschen mehr Sinn. Wahrscheinlich östliche Halbinsel. Im Englischen weiß man teilweise dann auch gar nicht, was gemeint war. Wenn man den Alten angreift, wird man beschossen und, ja, wenn ich... kommt mir auch schön jetzt nur noch ein halbes Herz hier. Das wird gleich im ersten Dungeon zu sterben, wäre natürlich ein bisschen peinlich, aber... wäre dann halt auch einfach mal so gucken, ob die mir jetzt ein bisschen Energie geben. Im Moment sind sie ein bisschen knauserig. Gib mir nochmal Energie, hier, komm. Und ich bin gestorben. Na gut! Soll mich jetzt noch nicht ärgern. Ich meine, ich habe drei Herzen und Continue. Und ich fange mal gleich wieder hier an. Man behält die Schlüsselzahl. Letztendlich sind auch alle Räume, die wir schon mal besucht haben, in der Karte wieder aufgezeichnet. Nur die Gegner sind wieder da. Das ist natürlich dann ein bisschen aufwendiger. Aber jetzt geben sie Herzen. Wie nett von euch. Na gut. Sind wir das erste Mal schon gestorben.
sonst rege ich mich ja immer über sowas sehr gerne auf. Aber da ich das Spiel noch nie gespielt habe und ich weiß, dass es ziemlich schwer ist, obwohl es natürlich hier im ersten Platz noch nicht schwer ist, erwarte ich sowieso einige Tode meinerseits und hier brauche ich ja gar nicht mehr hin. Gucken wir mal, ob wir ein paar Rubine abstauben können. Auf jeden Fall. Können wir ein bisschen Energie verlieren, das ist ja auch manchmal auch nicht so. Nein, scheiße. Mist, die geben ja auch gar nichts hier, die Schweine. So. Ja, warum spiele ich das? Natürlich, weil ich meine 2D-Zelda-Reihe weiter vervollständigen möchte. Das heißt, irgendwann möchte ich, wenn ich das hier geschafft habe... Ach du Scheiße! Natürlich auch noch den zweiten Zelda-Teil spielen, der nachher ein bisschen anders ist. Ich brauche euch da nicht viel drüber erzählen, weil ihr die meisten das sowieso schon wissen, wie das Ding aufgebaut ist. Aber der ist noch schwerer als das Ding hier. Das Ding ist damals halt ziemlich schwer gewesen, weil weil das ganze Ding neu war und man natürlich noch nicht wusste, wo man hin muss und die Steuerung an. So, hier ist die Karte und ihr seht oben links jetzt, wie der Dungeon komplett aussieht. Und wenn wir hier rauf gucken und mit der Karte vergleichen, rechts die Karte ist unter dem Game, was wir bis jetzt gesehen haben und unten, was wir noch so erreichen können. Und ihr seht, wenn ich jetzt nach rechts gehen würde, würde ich irgendwie zum Boss kommen. Ich gucke mich aber erstmal hier oben um. Denn wir wollen mal gucken, ob wir irgendwo was mitnehmen können. So. Ein Rubin zum Beispiel. Und der hat auch irgendwas. Oh, was mache ich denn? Ein Schlüssel. Ich glaube, der hat ja gehabt. Ich will mal einen Schluck trinken gerade im Moment. Oh. Schnell weg. So, und ein Herz, sehr gut. Hier ist natürlich Wasser, kommen wir nicht rüber. Vielleicht später mal angucken. Hier, Boomerang Man. Sehr gut. So, durch die Uhr bewegen sich nicht und ich kann sie so abschließen. Die sind natürlich ziemlich gefährlich, die Jungs. So, wir gehen mal hier rein. Und was haben wir hier? Eine Treppe. Und wie auch aus den neueren Zelda-Teilen natürlich bekannt. Entschuldigung, Mann, verdammt, ich muss mehr trinken. So, gibt es in jedem, nahezu jedem, ich glaube in fast jedem Dungeon ein Item. Och, scheiße. Und das Item, was wir hier kriegen, ist, ja, man sieht schon, och, Mann, der Bogen. Tada. Wir haben jetzt den Bogen, das Blöde ist aber, wir haben keine Pfeile dazu, das heißt, wir können ihn noch gar nicht benutzen. Und Pfeile, ja, so schön es auch ist, müssen wir für teures Geld irgendwann mal kaufen, wenn wir es brauchen. Noch brauchen wir es nicht. Ich meine, dass wir den Bogen erst später brauchen. Naja, schauen wir mal. Jetzt gehen wir auch schon zum ersten Boss. Sollte eigentlich kein Problem werden, den fertig zu machen. Am liebsten würde ich damit voll Energie rein. Aber ich weiß nicht, ob ich noch hier Energie bekommen werde. So, hier gibt es noch ein extra Item zu finden. Alter Schwede. Und das extra Item kriegt man, wenn man diese Viecher tötet. Wenn man natürlich selber stirbt, kriegt man das Item nicht. Hm, naja. Zweite Mal gestorben. Naja. Erwartet keine Glanzleistung von mir. Es ist auch nicht mein Wille, hier zu glänzen. Sondern einfach das Spiel zu spielen, ein bisschen Spaß zu haben. Und vielleicht kommt ja das mit der Zeit, dass man noch ein bisschen cleverer spielt. Also, die Dungeons werden allerdings nicht einfacher. Jedenfalls, was ich in den Let's Plays gesehen habe. So, immer eben noch fertig. Vielleicht gibt ihr noch ein paar. Ich gebe aber auch echt gar nichts, die Schweine. Ne? So, hier rechts war nichts drin. Ne? Genau, ich muss links rum. Jetzt haben wir wenigstens erstmal voll Energie, dann können wir vielleicht das geheime Item, was wir denn, wir könnten nämlich den Raum einfach skippen mit dem, Boomerang Mansion. Wollen wir aber nicht. Denn sie geben uns was Schönes. Und was, könnte uns Boomerang Mansion geben? Das sehen wir gleich. Warum geben wir eigentlich so wenig? Naja, muss man auch mal auf Glück hoffen.
haben wir von diesem, das offizielle Item? Von diesem Dungeon? So, wenigstens kann ich jetzt schießen. Und dann versuche ich die mal aus der Ferne ein bisschen fertig zu machen. Meine Boomerangs sind gefährlich.